Persönliches Logbuch des Commander Ray Pinscher. Sternzeit 3310-0105. Hallo, meine lieben Elite Dangerous Freunde. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Der Ray, wie ihr seht, sitzt gerade wieder mal in einer Bar. Und zwar im System HIP 22566, einem posttaguiden Wiederherstellungssystem auf der Station Holden Horizons. Und ja, nach den vielen Kämpfen in der letzten Zeit habe ich heute mal was anderes mit euch vor. Ich muss mal etwas ruhiger das Ganze angehen. Und deswegen dachte ich mir, es wäre mal eine gute, interessante Gelegenheit, wenn wir uns in einem Targuiden Wiederherstellungssystem mal auf die Suche nach interessanten Materialien machen. Und zwar nach Energieregulatoren. Die gibt's nämlich hier unter anderem als Aufträge, um stillgelegte Stationen wieder hochzufahren. Bekommt man speziell in Targuiden-Wiederherstellungssystemen entweder direkt unten auf der Station im Supportbereich, hier diese hier, AX-Reaktivierung, die Energieversorgung wiederherstellen. Gucken wir uns einfach mal die Systemkarte an. Wo ist mein Hub? Da ist die Navigation. Und ja, gehen wir zunächst mal in die galaktische Karte. Dann kann ich euch das hier mal zeigen. Also hier ist das System. Ich bin also immer noch in der Nähe des Titanen Indra, nachdem ich da ja vorher in den Targuiden Alarmsystemen Ortrusse gejagt habe, dachte ich mir, heute gehe ich es mal etwas ruhiger an und guck mal in ein Post-Targuiden Wiederherstellungssystem. Dies hier ist also schon mehr oder weniger wieder unter menschlicher Kontrolle, kann man ja hier an den Balken sehen. Und da morgen ja wieder mal das System wechselt, donnerstags, dachte ich mir, ja, können wir ja nochmal hier reingucken. Hier kann man, um dem Ganzen ein bisschen zu helfen, zum Beispiel beschädigte Siedlungen wieder hochfahren. Das ist genau eine solche Mission, wo man einen Energieregulator von einem Auftraggeber bekommt. Dort fliegt man dann zu der Siedlung und ja, guckt, ob man die da wieder einbauen kann und fährt das ganze System wieder hoch. Wenn man Lust hat, kann man danach auch gerne noch die ganze Siedlung ausräumen. Gibt ja immer eine Menge interessante Materialien da zu farmen. Oder man fliegt einfach wieder los und geht in dem Falle dann zur nächsten Station. Oder alternativ kann man auch Baumaterialien liefern. Dazu sollte man allerdings in einen der, in dem Falle in dem System, hier noch inaktiven Häfen fliegen. Da bekommt man dann spezielle Aufträge, wo man Material besorgen muss und hinbringen kann. Logisch, dass man dazu natürlich ein Frachtschiff eher einsetzt. Gucken wir uns das System mal an. Das ist ziemlich groß, wie ihr seht. Und das war auch jetzt mal der Grund, warum ich das ausgesucht habe. Zum einen, weil hier noch zwei Stationen vorhanden sind. Hier einmal auf dem Planeten eine Bodenstation. Und hier eine kleine Station, die ist noch in Reparatur. Nichtsdestotrotz kann man da hinfliegen, kann da landen und kann sich am schwarzen Brett entsprechende Aufträge holen, von denen ich gerade sprach. Entweder Siedlungen hochfahren oder Material besorgen. Die bekommt man speziell hier. Und ich aktuell befinde mich hier auf der großen Coriolis-Station, die bereits wieder voll aktiv ist. Auch da kann man solche Missionen ergattern. Man muss alle diese Missionen aber nicht unbedingt ausführen. Ein Trick, um zum Beispiel schnell an interessante Materialien wie unter anderem den Energieregulator zu kommen, den man nämlich unbedingt benötigt, wenn man beispielsweise Anzüge aufwerten will, hier bei Pioneer Supplies. Sie brauchen eine neue. Was ich nicht habe, braucht man nicht. Ja, ist klar. Wir gucken uns mal die Bestände an. Und wenn man hier zum Beispiel Raumanzüge oder Waffen kaufen kann, können wir ja mal reingucken. Anzüge sind garantiert brandneu. Schauen Sie nur. Das, was wir für die Missionen brauchen, wenn wir sie durchführen wollen, ist ein Maverick-Anzug. Das steht aber bei der Missionsbeschreibung dabei. Wenn man ein bisschen clever das Ganze macht, dann kann man meistens donnerstags, wenn das System sich wieder dreht, in ein paar außenliegende Stationen mal fliegen, häufig auch einen solchen schon bereits bis Stufe 3 aufgewerteten Anzug bekommen.
Das gilt natürlich auch für die beiden anderen, den Dominator und den Artemis-Anzug. Also Stufe 3 kann man mit ein bisschen Glück direkt erwerben. Kostet natürlich dann auch wesentlich mehr als diese normalen Standard 150.000. Oder man kann natürlich auch seine Raumanzüge aufwerten, wenn man hier schon entsprechend welche hat. Und gucken wir uns mal an. Hier zum Beispiel habe ich noch einen Maverick-Anzug der Stufe 2, den ich mal irgendwo so gekauft habe. Und wenn man den nun aufwerten möchte, dann braucht man zum Beispiel Energieregulatoren. Und nicht zu knapp. Je höher die Stufe, desto mehr solcher Energieregulatoren neben diesen anderen Materialien muss man erstmal besorgen. Ja, Energieregulatoren sind normalerweise nicht ganz so einfach zu bekommen. Entweder muss man dann eine Siedlung speziell den Energieregulator klauen, also runterfahren das System, um an den Energieregulator zu kommen. Das ist aber meistens ziemlich stressig und kann auch häufig böse ausgehen, wenn man dabei erwischt wird oder an irgendwelchen Flugzeugwracks, Absturzstellen, da kann man solche Dinger kriegen oder irgendwelchen SRVs, die irgendwo rumstehen, muss man unten drunter krabbeln und kann gucken, ob die noch in Ordnung sind. Häufig sind es allerdings auch defekte Energieregulatoren. Sicher, dass das alles ist? Ja, bin ich. Danke dir. Falls Sie Ihre Meinung ändern. Ja, machen wir, alles klar. Eine alternative Möglichkeit, um Energieregulatoren zu bekommen, ist zum Beispiel hier in solchen targoiden Herstellungssystemen ans schwarze Brett zu gehen und dort Support-Missionen suchen. Und zwar speziell welche, wo es um die Wiederherstellung geht. Das kann man ja meistens hier hinten schon sehen. Witzigerweise sind diese ganzen Reaktivierungsmissionen von ein und derselben Fraktion hier in Auftrag gegeben. Das ist also komplett, so eine ganze Menge, aber die sind alle von derselben Fraktion. So, und jetzt gibt es natürlich welche, wo einmal Energie wieder hochgefahren werden muss. Dann bekommt man von der Fraktion direkt schon einen Energieregulator mit, den man dann einsetzen muss. Und das Schöne ist, wenn man eine solche Mission annimmt und sie dann später einfach wieder aufgibt, dann bleibt die Ware, die man bekommen hat, als Missionsware in dem eigenen Lager. Dann hat man sozusagen auf diesem Wege sich ganz simpel einen Energieregulator besorgt. Man bekommt natürlich für das Aufgeben einer solchen Mission eine Strafe auferlegt. Die liegt, ich glaube, so war es jedenfalls in der Vergangenheit immer, bei 100.000 Credits. Und der Ruf wird schlechter bei der Fraktion. Aber na gut, dafür hat man aber auf eine ganz einfache Art und Weise sich einen Energieregulator besorgen können. Auf der anderen Seite gibt es natürlich auch manchmal interessante Belohnungen. Ich hatte vor kurzem mal einen, da musste ich einen Energieregulator auch für die Reaktivierung eines Systems einsetzen und bekam aber gleichermaßen als Belohnung 4 absolut neuwertige Energieregulatoren. Also auch das ist unter Umständen möglich. Deswegen immer sehr sinnvoll, mal hier nach Materialien zu gucken, was es denn zum Beispiel hier Interessantes gibt. Das ist natürlich immer ein bisschen unterschiedlich. So, und jetzt würde ich gerne mal was ausprobieren. Ich gehe jetzt mal hier auf alle Möglichkeiten und nehme mal alle Wiederherstellungsmissionen an. Also alle die, wo ich auf jeden Fall schon mal einen Energieregulator bekomme. So, dann gucken wir weiter. In vielen der Missionen ist es so, dass eben Voraussetzung ist, dass man einen solchen Energieregulator sich erstmal irgendwo beschafft und mit diesem Beschafften dann dahin fliegt, wo es dann darum geht, die jeweilige Siedlung wieder hochzufahren, zu reaktivieren. Und hier steht, seht ihr, Maverick-Anzug erforderlich. Das ist also ganz wichtig, damit man sich zumindest mit dem Schneidegerät, mit dem Arc-Cutter Zutritt zu den Gebäuden verschaffen kann, denn ohne Strom kommt man da sonst nicht rein. Deswegen unbedingt einen Maverick-Anzug mitnehmen. So dachte ich mir, will ich heute mal vorgehen. Ich suche mir jetzt erstmal alle diese Missionen hier heraus, wo ich etwas wiederherstellen muss. Also wo ich auf jeden Fall einen Energieregulator bekomme. Machen wir. Mission annehmen. Das sind alles welche mit Finden. Da braucht man nichts zu gucken. Kann man ja schon sehen. Das war's, glaube ich, schon erstmal für den Anfang. 2 Stück, die es hier unten gibt. Dann soll es das erstmal gewesen sein. Wir können natürlich auch überall noch hier unsere Leutchen befragen, die da rumstehen. Aber da ist es eher selten, dass man da eine solche Reaktivierungsaufgabe bekommt. Interessanterweise, das fand ich also auch ganz witzig, dass man auch im Schiff selber am schwarzen Brett solche Missionen bekommen kann neuerdings. Das ist eher neu, denn früher gab es Missionen,
wo man auf die Planetenoberfläche runter musste und zum Beispiel einen Maverick-Anzug als Voraussetzung hatte, die gab es eigentlich nur auf den Stationen unten oder bei den einzelnen Fraktionsauftragsgebern, aber niemals im Schiff selber. Das waren also immer welche, die mit dem Schiff zu machen waren. Das scheint man geändert zu haben, denn hier am schwarzen Brett, zumindest war es vorhin noch so, bekommt man auch solche Support-Aufträge. Wollen wir mal gucken? Da haben wir wieder welche. Witzigerweise auch wieder von der gleichen und nur von dieser Fraktion. Dann gucken wir mal weiter, was wir hier noch so alles finden. Da zum Beispiel haben wir wieder einen. Wahre Energieregulator. Zack. Und da ist wieder einer. Energieregulator. Super. Hier gibt's richtig viel davon. Viel mehr als unten auf den Stationen. Die können wir uns alle annehmen hier. Prima Sache. Das ist fantastisch. Das ist eine andere. Hier wird einer gesucht. Das brauchen wir nicht. Hier haben wir wieder einen. Das ist wieder hochfahren. Da haben wir noch einen. Zack. Ja, das ist doch eine richtig gute Ausbeute, finde ich. Da haben wir doch einiges zusammengeholt uns. Theoretisch könnten wir jetzt auch noch überall zu den anderen Stationen fliegen und das ganze Spielchen da wiederholen. Aber ich denke mal, wenn man sich das mal anguckt, hier haben wir jetzt schon 8 solche Missionen angenommen. Das wären also glatte 8 Energieregulatoren, die wir brauchen. Und wenn wir die jetzt einfach hier wieder abgeben, dann wäre das ohne Probleme machbar. Jetzt gucken wir mal, wie weit der weg ist. Denn einen würde ich ganz gerne mal machen, so aus Spaß, weil es ja auch Spaß macht, einfach mal so eine Mission wieder zu machen. HIP 3B. Mal gucken, wo der ist. Denn ich habe auch wieder meinen verbesserten Frameshift-Antrieb eingebaut. Und dementsprechend sind Planeten, die hier zum Beispiel 67.000 Lichtsekunden weg sind, gleich wieder ein gutes Übungsprogramm für mich, den entsprechenden Frameshift-Antrieb neu und gut zu bedienen. Mal gucken, hier ist auch noch eine, ne? Müssen wir auch noch hin. Also überall hier sind ja unsere Ziele. Und dann würde ich doch einfach mal vorschlagen, wir bewegen uns mal hier auf den zu. Warum nimmt er das jetzt wieder nicht an hier? Planetenkarte anzeigen. Da ist unsere Zielsiedlung. Programmieren wir mal dahin. Und dann starten wir das Ganze mal. Wie ihr seht, bin ich gerade mit meiner DBX unterwegs. Damit kann ich halt auch auf den kleineren Stationen mal eben schnell landen. So. Aha, Mission aktualisiert. Was ist da los? Gucken wir uns gleich an. Erstmal raus hier. Gibt's da irgendwas? Aha, Plünderer. Okay. Eine, da gibt's also Ärger scheinbar. Alles klar. Ja, können wir uns mal kurz angucken hier, wie sie ausgestattet ist, die Maschine. Gute Schubdüsen, Schildgenerator, einen dicken, fetten Strahlenlaser und dann habe ich noch 2 optimierte Raketenrampen dabei. Und je nachdem, das wusste ich halt nicht, wo ich mich aufhalten werde. Säureabsorptionswerfer, ein Treibstoffsammler, der ist natürlich wichtig. Gerade wenn man hier mit so einem Frameshift-Antrieb der etwas anderen Art unterwegs ist. Einen erweiterten Landecomputer, ja, Kühlkörperwerfer, das übliche Blabla eben, was man so benötigt. Dann wollen wir mal, wo geht's lang? Da müssen wir hin. 67.000 Lichtsekunden weit weg. Alles klar. Dann starten wir mal. Na, ich denke mal, da könnte man den Überladungsmodus 3-mal aktivieren. Dann können wir diese Strecke relativ schnell überbrücken. Würde ich vorschlagen. Machen wir mal. Und Power. Mal gucken. Temperatur. Bei 100 sollten wir es vielleicht dann abschalten. Ja, war ein bisschen grün, aber ist egal. Nehme ich jetzt erstmal und Vollstoff lassen. Dann kann man erstmal noch so ein bisschen auspendeln. Das ist ja gar nicht so schlecht. Man hat ja noch einen ordentlichen Speed drauf. Außerdem braucht der Überladungsmodus ohnehin einen kurzen Moment, um sich wieder abzukühlen. So, dann probieren wir es nochmal. Zweite Schub.
Und wieder raus. Ja, das ist doch schon mal ein ordentlicher Sprung. Pendeln wir auch noch aus. Ja, so kann man zumindest den Treibstoffverbrauch in Grenzen halten. Wenn man also nicht zu lange boostet, sondern ja, am besten orientiert man sich so ein bisschen an der Temperatur. Man sollte also das Schiff nicht überbelasten, also jedenfalls nicht über 100%, finde ich. Da kann man dann den Boost wieder killen. So, einen machen wir noch. Und Feuer! Well. Ja, ja. Und raus. So, jetzt haben wir noch 17.000, sind aber immerhin, ne, 700 C. Das ist schon eine ordentliche Geschwindigkeit. Ich denke, das lassen wir jetzt mal so, bleiben mal bei Vollschub und überbrücken jetzt den Rest im normalen Supercruise-Modus. Der ist ja, wie gesagt, noch richtig schnell unterwegs. Man könnte noch mal boosten, könnte man machen. Kleinen Schub wäre noch drin, aber ich will es nicht übertreiben. Da Titan Service, bin mal gespannt, oder Titan, nicht Titan, Titan Service, was uns da so erwartet. Ich bin schon ewig nicht mehr auf den Planeten runtergegangen, schon gar nicht eine Siedlung reaktiviert. All das ist schon ewig her und dementsprechend hoffe ich nicht, dass wir hier gleich richtig Bass kriegen im Sinne von Plünderern, die uns gleich mal nerven, die wir bekämpfen müssten, entweder aus dem Schiff heraus, von oben kann man das ja machen, dafür sind diese optimierten Raketenrampen eigentlich immer ganz prima, kann man dann über der Station Stellung beziehen und dann mit den ungelenkten Raketen einfach mal draufhalten, ist natürlich eine brachiale Angelegenheit, ist klar, oder aber man steigt in den SRV und erledigt es von da aus, auch eine gute Idee. Habe ich aber auch schon lange nicht mehr gemacht. Oder für die ganz Mutigen, die nehmen natürlich ordentlich eine vernünftige Bewaffnung mit. Am besten natürlich auch einen guten Anzug, gute Ausstattung, gut ausgerüstet, auch die Waffen vielleicht noch verbessert. All diese Dinge, die ich ja in meinen anderen Let's Plays ausgiebig gemacht habe und inzwischen leider schon wieder vergessen habe, wie es genau ging, die sind alle von Vorteil. Jetzt kommen wir langsam hier in die Zone und ich hoffe, ich bin schon wieder zu schnell. Ne? Habe ich wieder etwas zu spät den Gashebel weggenommen. Daran kann ich schon wieder gut erkennen, dass ich hier etwas aus der Übung bin. 06, alles klar. Wie ist denn das hier mit Ware? Wo finde ich das? Ware. Ist das hier irgendwo zu finden? Da, Energieregulatoren. Ah ja, hier sind sie alle. Okay. Für jede Mission gibt es hier einen, der hier einzeln auch vermerkt ist. Alles klar. Okay. Und wenn man die nachher einfach aufgibt, diese Missionen, dann verbleiben die normalerweise im persönlichen Inventar. So hat man also relativ schnell sich einige von den Dingern besorgt. Ja. Okay. So, jetzt bin ich schon wieder zu schnell. Ach, Ray, was hast du wieder für ein Problem? Machen Sie mal langsam. So. Mal gucken, vielleicht haben wir ja Glück und das Ganze liegt mal auf der Tagesseite, aber meine Erfahrungen, was das angeht, sind da eher... Ja, meistens ist das immer in der Nacht. Können wir schon mal hier das Nachtsichtelchen anmachen. So ist es wahrscheinlich hier auch wieder. Aber na gut. Tja, Idee wäre, nachdem wir die angeflogen haben, irgendwo gucken, vielleicht von oben erstmal, dass wir das Power-Gebäude... Wo ist das jetzt? Dreh wieder, ne? Jo, Dreh. Was war das? Ach ja, 104 Kilometer ist das noch weg. Das ist noch eine ganze Ecke, ne? Da lohnt es sich ja fast schon nochmal, den FSA zu starten. Ja. Tja, wie ihr seht, passiert mir auch, dass ich hier einfach mal viel zu steil, viel zu schnell runterkomme.
und somit aus dem Supercruise fliege. Deswegen machen wir jetzt einfach mal hier einen kurzen Schnitt und sobald ich in der Nähe bin, dann melde ich mich wieder. Bis gleich. So, da bin ich wieder. Nun kurz davor. Jetzt sehen wir auch was. Dank der guten Nachtsicht, sonst wäre es hier wahrscheinlich stockfinster. Genau. Aber das ist ja eine tolle Hilfe. Deswegen, ich habe jetzt im Moment auch gar keine Ahnung, was das hier für ein Siedlungstyp ist. Aber das spielt hier auch keine Rolle. Wir müssen uns das jetzt einfach in Ruhe hier von oben angucken. Tian Service, Energieversorgung hochfahren. Aha. Haben wir da noch mehr Informationen? Nö, das war jetzt einfach nur noch mal die Mission für uns klar und deutlich machen. Aber ich glaube, wenn ich das richtig sehe, da ist irgendwie... Hier ist eine Drohne im Anflug. Wo kommt die her? Aha, die repariert mich. Das finde ich aber nett von dir. Wirklich wahr, also ehrlich. Aber wenn ich das hier richtig interpretiere da unten, da sind überall Lichtkegel. Das bedeutet also, da sind irgendwelche Plünderer unterwegs, ja? Genau das, was ich eigentlich nicht haben wollte. Gut, wir haben ja die optimierten Raketenrampen. Dann würde ich doch mal vorschlagen... Ausfahren, so hätte ich das gern. Und dann gucken wir uns das Ganze mal von oben an hier. Da müssen wir, glaube ich, erstmal Tabula Rasa machen, ne? Wie wär's so? Sieht ein bisschen netter aus. Können wir da was machen? Mhm. Jo. Da sind ein paar unterwegs. Alles klar. Dann ballern wir mal hier rein. Patsch. Alles klar. Das waren schon mal ein paar. So, dann müssen wir noch mal gucken, wo ist hier eigentlich das Gebäude für die Energie? Das ist wohl hier, ne? Wenn ich das richtig sehe. Alles klar, da müssen wir erstmal hier die restlichen Jungs hier killen. Mhm, da schießt wer. Okay, kriegen wir hin. Kriegen wir hin. Jawohl, wunderbar. Macht ja schon mal wieder Laune. Supi. Sind noch mehr da? Kann ich das irgendwo sehen? Kontakte? Nö. Hier ist nichts zu sehen, aber ich glaube, das war's dann wohl, ne? Ja, dann würde ich vorschlagen, wir gucken uns mal das Gebäude hier an. Denn das sieht mir danach aus, als wenn das hier das Energie... Gebäude sein könnte. Da ist noch mehr. Das war's noch nicht. Aha. Okay. Ich habe da eben noch mehr gesehen, ne? Da war nur noch einer, der hier rumgeballert hat. Otter! Ja, ich hör's doch. Ich seh's doch. Da ist er doch. Genau. Nein, das ist es nicht. Da müssen wir mal andere Ecke fahren. So. Mhm. Das wird nix. Aha, da hinten läuft auch noch was rum. Okay. Ganz schön was los hier. Wo ist der eine? Zeig dich, komm. Da, hinter der Kiste. Boom, zack, ey. So, jetzt hoffe ich aber doch, dass wir zwar... Hier unten läuft noch einer rum. Ich sehe ihn doch. Zack. Alles klar. Und da schießt immer noch irgendwo was. Ist nicht zu fassen hier. Ich habe ihn doch gehört. Beziehungsweise gesehen. Wo ist er? Zeig dich.
Wir können ja schon mal das Fahrwerk ausfahren. Denn wir müssen uns ja ohnehin noch einen Landeplatz suchen. Na, ich würde ganz gerne mal hier außen meinen Parkplatz suchen. Gehen wir mal hier rüber, so. Und dann fliegen wir mal hier so rum. So, da. Wenn ich das richtig sehe, ist ein Durchgang sogar. Da könnten wir doch eigentlich uns gut hinstellen. Dann drehen wir uns noch mal rum. So. Okay. Und ein bisschen nach da. Denn das Gebäude da müsste eigentlich das Power-Gebäude sein. Ja, steht ja auch dran. PWR. Okidoki. Dann würde ich vorschlagen, Nase nach unten. Ah, da ist noch einer. Da ist noch einer. Zack. Den haben wir gerade noch so nebenbei mitgenommen. Vielleicht war es das jetzt endlich. Dann gehen wir doch mal hier runter. Genau, hier können wir doch wunderbar parken. Dann müssen wir uns am besten in den Maverick-Anzug. Da sind wir drin. Waffen haben wir auch dabei. Aussteigen. Und Taschenlampe anmachen. Aha. Habe ich denn meinen Energieregulator dabei? Das sollte ich vielleicht erstmal gucken. Ach hier, Inventar verwalten. Genau. Waren. Wo finde ich das? Energieregulator. Ach, da unten. Den hat er schon links eingepackt anscheinend. Ja, den habe ich also automatisch in mein Inventar bekommen. Naja, dann ist gut. So, jetzt müssen wir mal wieder die Maus in die Hand nehmen, denn das ist dann doch etwas besser mit der Maus zu steuern. Dadurch, dass wir uns ja das Licht hier von unserer Maschine dahin haben geben lassen, sollten wir da eigentlich auch was sehen, ne? Wir können ja vorsichtshalber mal die Wumme rauspacken. Unser schönes Scharfschützengewehr. Mhm. Das hat ja was. Nachtsicht habe ich leider keine bei dem Anzug. So, jetzt müssen wir uns erstmal hier irgendwie ein Tor suchen, wo es reingeht. Auf jeden Fall ist das hier schon mal die richtige Abteilung. Hier sollten wir irgendwie mal uns Zutritt verschaffen. Okay, da brauchen wir jetzt den Arc-Cutter. Und einmal hier bitte schweißen. Mal sehen. So. Na komm. Oh, das ist immer das Problem beim Ray. So, jetzt brauchen wir das andere Werkzeug, das Überladungswerkzeug, und zwar in der anderen Überladungsmodus-Funktion, damit hier die Tür aufgeht. Genau. So. Ja, da sind wir doch schon richtig. Alles paletti. Klasse. Dahin. Das ging ja super. Und den Energieregulator da reinlegen. Transfer bestätigen. Gut. Und dann müssen wir das Ganze hier noch aktivieren, ne? Da. Den Zugangscode haben wir ja. Können wir direkt starten. So, nehmen wir die Pistole. Und sobald die hochgefahren ist, können wir hier noch ein bisschen was klauen. Graphen. Mhm. Jo. Das können wir auch noch mitnehmen. Meistens liegt hier oben auch noch was, ist aber nicht heute. Okay. Ein Datenpad haben wir hier auch nicht, was wir noch abgreifen können. Sobald die Energie hier hochgefahren ist, könnte man natürlich jetzt in alle Räume reingehen und die wunderbar plündern. Ist aber eigentlich gar nicht mehr nötig, denn, jo,
Unser Schiffchen ist da hinten. Dann hopsen wir mal eine Runde. So. Ja, theoretisch könnte man jetzt hier ordentlich plündern gehen. Das schenke ich mir aber jetzt mal. Habe ich jetzt einfach keinen Bock drauf. Stattdessen bewegen wir uns mal hier wieder weg. So, wenn wir die Waffe wegstecken, dann sollte man natürlich ein bisschen schneller laufen können. Dann können wir auch wieder einsteigen. Hallöchen. Alles klar, an Bord gehen. Damit wäre also diese Mission erledigt. Da gibt es sogar noch ein bisschen Kopfgeld. Und die restlichen können wir dann einfach abgeben, hergehen und aufgeben. Und schon ist das Thema erledigt. In diesem Sinne, meine Freunde, ich hoffe, es war euch eine kleine Inspiration. Wenn ihr sowas wie Energieregulatoren noch braucht, schaut einfach in Targoiden-Wiederherstellungssystemen nach solchen Energieversorgungsgeschichten. Da findet ihr reichlich davon und könnt euch ordentlich mit Energieregulatoren versorgen. Macht's gut, bis in Kürze wieder. Tschüss.